Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ihr werdet gleich etwas Wunderbares, Kurzes sehen, und zwar ein Stellplatz-Guide Short. Und es geht sofort los, und zwar wann? Nach dem Intro. Wir beginnen unseren Rundgang, unseren Kompaktrundgang direkt vorne bei Nordsee Camping in Lee. Dort habt ihr ja schon mal ein paar Informationen, da ist die Anmeldung und ja, das sind die ersten Impressionen. Ein Lädchen, dazu kommen wir gleich nochmal im Speziellen, ist mit am Platz, hat ein gutes Angebot und natürlich viel Nippes, aber empfehlen wir euch, aber wie gesagt, später dazu mehr. Hier gibt es solche Bulli-Plätze, wenn ihr nach 22 Uhr reist, dann könnt ihr euch dort hinstellen. Es gibt insgesamt 2 Sanitärgebäude. In jedem Sanitärgebäude findet ihr entsprechend Ausguss für das Schwarzwasser. Es gibt noch einen Automaten, das seht ihr gleich. Wir würden euch damit was empfehlen. Natürlich gibt es neben diesen Räumen Geschirrspülbecken, sodass ihr euch noch euer Geschirr abwaschen könnt. Ist eigentlich genug Platz, jetzt wo Corona nicht mehr ist. Ganz saubere Duschen auf jeden Fall findet ihr dort, ist genügend Platz, also ich denke mal, da wird ihr keine Probleme haben. Es gibt auch Einzelkabinen, da ist dann einfach nur ein Waschbecken drin, also wahrscheinlich für den Herrn zum Rasieren. Was sie da macht, kann ich jetzt nicht sagen. Es gibt natürlich auch öffentliche Waschbecken, also ganz klassisch. Toiletten sehr sauber, bei den Damen natürlich nicht reingefilmt, da könnt ihr euch nicht sagen. Ja, hier seht ihr nochmal einen schönen Schwenk über den Platz, solche Standardplätze, sehr geräumig, zwischen 80 und 120 Quadratmeter. Es gibt immer wieder ein Trinkwasserbecken, das heißt, da könnt ihr euch Trinkwasser holen. Wie gesagt, den Camper-Clean gibt es, würden wir jetzt euch selber persönlich nicht empfehlen. Es gibt einen Bodenauslass, sehr gut für unser Malibu zum Beispiel. Müll wird hier getrennt nach gelbem Sack und alles, was ist. Es ist sehr stark Dauercamping. Lastig würden wir nicht sagen, aber gibt es ja sehr viele Dauercamper, deshalb ist da die Trennung sehr möglich. Das ist das zweite Waschhaus, Waschmaschine, Trockner, alles mit am Platz. Über 333 Plätze, zwischen 80 und 120 Quadratmeter gibt es Strom, Wasser und sehr oft ist eine Grauwasseransorgung mit am Platz. Es gibt sehr viele Zeltplätze. Es gibt eine Pit-Pat-Anlage, ne? Sowas ähnliches wie Minigolf, bloß halt auf Platten. Es gibt einen Volleyballplatz, einen riesen Spielplatz mit Hüpfkissen und Hunde sind natürlich willkommen. Es gibt eine große eigene Ausführwiese, also auch das bietet dieser Platz Nordsee Camping in Lee. Schiffsausflüge könnt ihr entsprechend dort auch buchen und es gibt auch ein Bikeverleih, E-Bikes und normale Fahrräder könnt ihr euch dort auf jeden Fall ausleihen, richtig toll. Dann das Lädchen. Im Lädchen bekommt ihr richtig tolle Brötchen und zwar täglich ab 7.45 Uhr. Und neben Croissants, Brötchen gibt es natürlich auch Leckerkuchen und alles, was man eigentlich für den täglichen Bedarf braucht, das bekommt ihr dort im Lädchen. Zeitungen für den Grill, entsprechende Sachen. Und so weiter und so fort. Also ein ganz typisches Lädchen. Und das empfehlen wir euch. Da müsst ihr nämlich nicht extra nach Büsum reinfahren, sondern könnt direkt hier alles kaufen, was man braucht. Ja, dann machen wir jetzt nochmal einen Blick auf jeden Fall auf einen von diesen Stellplätzen. Wie gesagt, zwischen 80 und 120 Quadratmeter sind sie groß. Hier seht ihr die Stromanschlüsse, klassisch CE-Stecker und Frischwasser gibt es dort am Platz. Und sehr, sehr, sehr viele Plätze haben dort direkt den Grauwasseranschluss. Beziehungsweise Grauwasserentsorgung, ja. Da seht ihr mal einen so einen klassischen Platz. Und jetzt heißt es für euch, kommt einfach hier nach Nordsee Camping in Lee und genießt dort tolle, tolle Zeit. Das eine kleine Übersicht über Nordsee Camping in Lee.
Wir haben dazu natürlich einen großen Guide natürlich gelegt, also eine komplette Moon-Tour. Ausführlichen Guide. Genau, und das seht ihr am Ende, ist er verlinkt. Jetzt seht ihr nochmal schöne Bilder von oben. Also da seht ihr nochmal alles vom Platz. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben lassen. Abonniert unseren Kanal. Abonniert gerne die Kanäle von Nordsee Camping in Lee und in Lethien. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist alles auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.